Wenn du gerade vor einem immer weiter anwachsenden Berg von Aufgaben und Projekten sitzt und tatsächlich nicht vorankommst, dann kann es sein, dass die Aufschieberitis dich befallen hat oder der Fachbegriff Prokrastination. Und wenn du dich dann auf die Suche gibst im Internet nach Lösungen, dann gibt es dort viele Tipps und Ratschläge, die Prioritäten neu zu setzen, die Aufgaben weiter zu zerkleinern oder irgendeine Methode anzuwenden. Aber tatsächlich trifft das meistens nur die Symptome und ich werde dir heute in diesem Video die tatsächlichen Ursachen mitteilen und was du konkret tun kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer, Coach und Berater, sondern selbst auch Geschäftsführer und Unternehmer und habe eine ganze Reihe von Aufgaben auf meinem Tisch. In der Regel sind es gefühlt 100-mal mehr an Projekten, an Aufgaben, die ich tatsächlich selbst erledigen kann. Und mein Glück ist, dass ich vor einigen Jahren einen Test kennengelernt habe, den sogenannten Birkmann-Test, und der zeigt die tatsächlichen Ursachen für Aufschieberitis auf. Das erste, was Dr. Birkmann, der Entwickler dieses Birkmann-Tests unter dieser Webseite, herausgefunden hat bei mir, ist die Tatsache, dass wenn Neues fehlt, also neue Gedanken oder neue Vorgehensweisen, dass dann mein Gehirn immer mehr in Aufschieberitis fällt. Das bedeutet also, wenn du die Wochen und Monate und Jahre immer wieder die gleichen Routineaufgaben machst, immer an den gleichen Projekten, es gibt nichts Neues, was du lernen kannst, worüber du nachdenken kannst, neue Projekte, oder wenn du nicht die Chance hast, die gleichen Aktivitäten in anderen Vorgehensweisen zu machen, dann entzieht dir das Gehirn die Energie, die du brauchst, um die laufenden Projekte und Aufgaben anzugehen und umzusetzen. Die zweite Ursache für Aufschieberitis ist die Tatsache, dass du dir zu wenig Zeit eingeplant hast, aufzutanken, also die Erholungsphase zu kurz kommt, im Laufe eines Tages, im Laufe der Woche und im Laufe eines Monats. Was bedeutet das ganz konkret? Ich persönlich habe gelernt, mit einer Uhr meine Body Battery, also der Akku meines Körpers, den sichtbar zu machen. Einerseits, wie er im Laufe des Tages abbaut durch Anspannung, aber auch wie er des Nächtens oder durch Ruhephasen oder durch Powernappings dann auch wieder aufbaut. Dieses Messverfahren, das kennst du sehr gut von deinem Handy, von deinem Smartphone. Da hast du einen Akku, der jeden Tag auf und wieder runter geht. Und das Entscheidende ist, dass dein Körper das Gleiche hat. Und gerade Menschen, die viele Ziele haben, viele Projekte, viele Aufgaben, viele Verantwortlichkeiten, neigen dazu, auch noch die letzte Ruhephase bis spät in die Nacht und ohne Pausen durchzupowern. Und letztendlich fehlt tatsächlich die Erholung. Da möchte ich dich einladen, dir ein persönliches Messsystem, ein Kontrollsystem einzurichten. Das kann ganz einfach Stift, Zettel, Papier sein. Und du schreibst auf, wie du dich morgens, mittags und abends fühlst auf einer Skala von 1 bis 100. Du kannst dir aber auch eine Uhr anschaffen, die entsprechende Verbindung mit einer App hat. Und die sollte morgens nach dem Aufstehen dann anzeigen, wie gut du dich des Nächtens erholt hast. Ist dein Akku tatsächlich bei 100 und voll? Und wie geht's dann über den Tag abwärts? Macht es vielleicht Sinn, ein Powernap einzubauen, wie es dann mittags oder nachmittags wieder kurz nach oben geht? Also, installiere noch heute dein Messsystem mit einer Smartwatch mit entsprechenden Apps. Ich persönlich nutze die Garmin mit der entsprechenden App, die hervorragend funktioniert. Aber es gibt vieles auf dem Markt. Ich lade dich ein, alles auszuprobieren. Der dritte wichtige Aspekt kann sein, dass dir zu wenig persönliche Kontrolle für deinen Arbeitsplan gegeben ist. Was bedeutet das? Wenn du also morgens zur Arbeit kommst und eine andere Person, ein Dienstplan, eine Institution, Gewohnheit hat dir einen entsprechenden Arbeitsplan aufgestellt, an dem du dich zwingen halten musst, in der gleichen Reihenfolge die gleichen Aufgaben wie immer zu machen, dann kann auch das tatsächlich deinem Gehirn die Energie entziehen. Sprich, du fängst an mit Aufschieberitis und machst ganz andere Dinge. Der dritte Aspekt, den Dr. Birkmann herausgefunden hat, ist die persönliche Kontrolle über deine Aufgaben und deinen Arbeitsplan. Ich selbst habe das erlebt, sowohl bei der Bundeswehr, bei der Polizei und auch eine gewisse Zeit lang beim Finanzamt und anderen Angestellten-Tätigkeiten. Denn am Anfang war alles neu, es war spannend. Aber dann wurde mir klar, dass mein Leben immer wieder in den gleichen Routinen und Arbeitsplänen abzulaufen hat, dass ich als Beamter wusste, wie viele Jahre im Voraus ich wo in welcher Schicht tätig bin und Dienst haben werde. Das Ergebnis ist, dass mein Gehirn so gepolt ist, dass es dann anfängt, Langeweile zu spüren und die Energie abbaut. Wenn du also auch zu denen gehörst, die persönliche Kontrolle über den Arbeitsplan brauchen, dann wird es nicht so sein, dass du weniger arbeiten musst, sondern du brauchst alleine die Kontrolle darüber, wann du welche Aufgaben machst.
Versuche also Routinen und regelmäßige Verpflichtungen zu meiden und versuche so viel wie möglich Freiheit, dir auch aufzubauen, deinen Alltag zu gestalten. Das kann vielleicht als Angestellter oder Führungskraft tatsächlich gegeben sein, wenn dein Arbeitgeber so flexibel ist, das zulässt. Die andere Alternative ist, dass du dich selbstständig machst, wo du ein Gewerbe, ein Unternehmen eröffnest, wo du tatsächlich alles selbst entscheiden kannst. Das Resultat ist dann, wenn du diese persönliche Kontrolle nicht haben solltest, dass dein Gehirn immer mehr vom Handeln zum Denken übergeht. Du sitzt also am Arbeitsplatz und denkst und denkst und denkst, hast aber nicht die Energie, tatsächlich von deinem Inneren nach außen zu kommen und in die Erledigung der Aufgabenprojekte zu wechseln. Wenn du also zu denen gehören solltest, die selbst regelmäßig Neues brauchen, die Möglichkeit haben, neue Vorgehensweisen auszuprobieren und letztendlich aber selbst den Tagesablauf auch in Bezug auf Anspannung und Entspannung gestalten wollen und zu guter Letzt selbst bestimmen wollen, wie der Arbeitsalltag abläuft, dann wirst du sehr wahrscheinlich nicht darum herumkommen, Selbstständigkeit oder eine Unternehmensgründung tatsächlich auch einzuplanen. Und hier kommen wir von der X-Group ins Spiel, denn wir sind darauf spezialisiert, Menschen dabei zu begleiten, entweder ein bestehendes Unternehmen weiter wachsen zu lassen und später auch gut und erfolgreich zu verkaufen oder einfach ein neues zu gründen. Gerne kannst du also ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Den Link findest du direkt unter dem Video. Aber vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu betätigen, dann wirst du in Zukunft auch über unsere Clips informiert. Und ich wünsche nun viel Erfolg, dass du dir einen Arbeitsalltag, einen Lebensalltag so gestaltest, dass du motiviert bist, dass du nichts aufschiebst, egal wie viele Ziele und Projekte du vor dir hertreibst, weil du es geschafft hast, deinen Alltag und dein Denken, dein Umfeld und deine Erholungsphasen so zu organisieren, wie du, wie dein Gehirn es brauchst. Dein Daniel Schäfer.